Die Nordsee in Aufruhr. Sturmtief Ilenia sorgt hier auf Helgoland und in ganz Deutschland auch noch am Morgen für Unruhe. Mit Orkanböen bis zu 150 Stundenkilometer. Schon nachts sind Polizei und Feuerwehr in großen Teilen Deutschlands im Dauereinsatz. Bäume stürzten auf Straßen, Gleise und auch Häuser, wie hier in Mecklenburg-Vorpommern. Den Wecker habe ich heute Morgen nicht gebraucht. Stattdessen wurde ich heute von unseren Bäumen geweckt. 4:30 war es soweit. In mehreren Bundesländern blieb es den Eltern überlassen zu entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. In Nordrhein-Westfalen fällt der Unterricht komplett aus. Hier und in Bayern waren zeitweise auch zehntausende Haushalte ohne Strom. Im Bahnverkehr kommt es noch immer zu Verspätungen und Ausfällen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr im Norden und Osten Deutschlands komplett eingestellt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Sicherheit unserer Fahrgäste und auch unserer Beschäftigten in den Zügen hat absolute Priorität. Wir wollen damit vermeiden, dass Züge bei diesen Wetterbedingungen auf freier Strecke stehen bleiben. Und dann wird es schwierig, sich um 300, 400 oder 500 Reisende gleichzeitig zu kümmern. Auch wenn der Sturm, wie hier in Hamburg, bisher relativ glimpflich verlief, gab es in Niedersachsen einen Toten.